kaputt und so geht es mir aber auch. Jedes Mal, wenn ich irgendwo irgendwas aufgebaut habe und diese Dinosaurier, die da ja sind, die wandern ja auch noch. So, und da kommt dann plötzlich so ein scheiß kackstarkes Vieh an und du denkst dir nur so, jo, toll, danke. Danke für nichts. Wobei ich, wie gesagt, einmal schon relativ weit geschafft habe. Das hat mich selbst gewundert. Ich hätte es auch weitermachen können, aber ich habe mich irgendwie... Ich habe dann so vieles auf einmal gemacht. Au, du scheiß Vieh. Und... Ja, dann... Dann war die Kacke wieder am Dampfen. Weißt du, ich habe extra... mir hier... ausgesucht. Getötet. Aua. Nein, gar nicht gut. Geralt. Oh, Kacke. Ahaha. Tu mich auch. Hallo Wurmmaster. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Riesige Krabben. Das sind, sagen wir es mal so, das sind eher Käfer als Krabben. Huch, würde ich mal sagen. Es gibt auch Krabben in diesem Spiel. Aber die sind, zumindest die, die ich gerade gesehen habe vorhin, die war Stufe 26. An die wage ich mich noch nicht ran. Nein, nicht nochmal. Oh, hier sind die überall Endrier. Oh Gott, das ist großes. Oh Gott, ich bin falsch geritten. Nein, doch, ja, nein, vielleicht. Was, wo will mein Navi mich hinführen? Der Wald ist ja bösartig. Der ungefähr. Das wird nicht immer so nackt da. Wirklich darf nackt. Stimmt. Man startet immer nackt. In seiner Unterbüchse. Wieso? Der Schlippi ist doch super. Man kann euch der bis zum anderen richtig. Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Jennifer von Bengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Droide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat es dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros seine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Nicht ganz. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also ich bezweifle, also dass die Maske, um damit in die Vergangenheit Unterbüchs ohne Bremsstreifen aber ist, so wusste, wie die aussieht. Dass er sie nur ein einziges es sei denn, die Mal sitzt sehr luftig, konnte. Dann also wartete. Dann könnte es sein, dass der hinter ein bisschen wund gescheuert wird. Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Du meinst wohl eher Miraculi. Zitat Kunst, Miraculix. Dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Njordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Jennifer hörte nicht einmal zu.
Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Ich mag Jennifer nicht. Mein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Lass mich raten. Sie hat jetzt in der Zeit, wie wir diskutiert haben, einfach alles allein gemacht. Jennifer hat die Maske benutzt. War klar. Oh, Gottes Willen. Diese Frau macht... Die bringt mich noch ins Grab. Die bringt mich nur nicht... Bringt mich nicht nur in den Büchern und den Dingens ins Grab, sondern auch hier. Gott, diese Frau. Gott sei Dank habe ich mich für Triss entschieden. Ey, die ist ja nicht tragbar, dieses Mädel. Weißt du, statt irgendwie mal die Klappe aufzumachen und mal drüber zu reden. Nein. Wir machen das einfach. Scheiß drauf, wer drunter leidet. Juckt doch keinen. Geralt richtet schon, ne? Oh, du blöde Kuh, ey. Ich kann nicht mehr. Von Mal zu Mal, wie ich dieses Rund sehe, kann ich weniger leiden. Gott. Was war das? Ich mach die fertig. Einhörner. Verdammt, Jen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Jetzt muss der Freund doch angeblich so gut im Reden sind. Glaub mir, ich bin eine Frau. Nein, sind wir nicht. Nein. Nein, wirklich nicht. Nicht alle. Manche, aber nein. Nicht alle. Hm. Ich bin zum Beispiel auch nicht gut im Reden. Frisches kann gut reden. Rundreden 4, aber sagen nichts. Ja, das trifft aber auf dich genauso zu. Die hat ein hausgestopftes Einhorn. Man kann nicht alles mit Einhörnern regeln. Es sei denn, die Einhörner pupsen Regenbögen. Dann ja. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ein fluffy Unicorn. Ich ja. Soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, indem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ja. Ich mag das nicht, das weißt du. Ach komm, ich will nur sehen, was hier passiert ist. Und manche Dinge will ich lieber nicht über dich wissen. Ach komm, hör auf. Dann mal los. Du bist auch kein Kind von so einer Traurigkeit. Da ist die erste Stelle. Oh, Mädel. Ja. Die bringt mich in ein frühes Grab. Lauf schneller. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Das war kein Heilfall. So. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Du willst dich jetzt immer noch mit Jennifer ab. Weil Jennifer leider immer noch mit zu seiner Vergangenheit gehört. Und zu seiner Zukunft leider auch. Wobei ich mich für Triss bisher entschieden habe. Triss wartet auch in der Hexerfestung auf uns. Benutze die Maske. Ich habe sie nämlich davon abgehalten, wegzufahren. Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt.
Ich hab sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Sie sind durch diesen Wunsch verbunden, ne? Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier durch war, durch diesen komischen Gin, oder? War da nicht irgendwas? Ich weiß, was du denkst. Ist schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ciri kann auf sich aufpassen. Ah, okay, gut, dann hatte ich das mir so richtig in Erinnerung. Weißt du eigentlich, wie Panne du damit aussiehst, Geralt? Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Und kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm. So. Jetzt bin ich nach Skellige gereist und muss dann wahrscheinlich wieder nach Velen oder was? Das habe ich bei Brenner gelernt. Okay, boy. Bye, bye, Nebeling. Leg die Maske an. Ja, geht das auch freundlicher. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Die Frage ist, ist das gut oder ist das schlecht? Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich. Ja, die Wolfsmaske habe ich schon aufgesetzt. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Und ja, sie sah bescheuert aus. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Dieser Elfenmagier? Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Ich nicht. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr das nicht finden würdet? Ich wollte das nicht. Zumindest nicht unter den, nicht unter den Bedingungen. So. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas. Ja, aber ich hätte es mit dem anderen ja auch unterstützt. Das ist ja egal. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Das, damit, also, mit dem anderen hätte ich es nur abgetan. So nach dem Motto, ja, ist ja nichts passiert, ne? Ist ja alles gut. Wäre genauso scheiße gewesen. Es fehlt irgendwie immer so dieses, ich stimme zu, es ist mir egal und Nein-Antwort. Diese Nein-Antwort, die fehlt einfach. Durchgehend. Auch in Bezug auf Yennefer. Weißt du, man versucht so wenig wie möglich auf diese Frau einzugehen. Was machen sie? Haben heimliches Techtelmächte hinterm Vorhang. Wo du dir nur denkst, Alter, ich hab da gar keinen Bock drauf. Was willst du von der Frau? Ja, ich weiß, wegen diesem komischen der Verbindung, aber trotzdem. Nein, einfach nur nein. Ich will diese Frau nicht. Einfach nur nein. Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Natürlich ohne Konsequenzen als Tages- und Witcher Online. Meinst du, das wird passieren? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden.
Ich hätte hier gerne einen Witcher 4. So Witcher 4 wäre geil. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du. Allerdings ohne diese Frau. Ich wollte jene Falle schlagen, nein. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn. Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Ja, natürlich hast du das. Erst hier. Dann auf Hinnasfjall. Was wollten Sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Das ist die Preisfrage. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Weil das sie so bis auf ihre Aber Großmutter? Ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Artskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm. Der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Und nicht ernsthaft, oder? Ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Also gut. Nächster Halt. Das Crew Online zum Beispiel finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir hätten nur vielleicht ein besseres Level-System da einfügen können. Finde ich aber an sich gar nicht mehr so wild. Wenn sie das echt so machen würden, in Zukunft, auch mit anderen Spielen. Dann muss ich mich ja tatsächlich bald auf alte Spiele beschränken, weil mich die neuen dann überhaupt nicht mehr reizen. Ich bin kein Verfechter der Online-Spiele. Also, wenn ich ein Online-Spiel also MMOs oder einer Konsole irgendwas privat spielen kann, was dann zwar auch online ist, aber wo ich nicht darauf angewiesen bin, mit einer mitzuspielen, dann ist das noch in Ordnung. Weil ich aber verpflichtet bin, in Gruppen mit reinzugehen. Nee. Ich bin kein Gruppenmensch. Wenn ich die Leute mag und die Leute kenne, ist das alles gut. Ich lerne auch gerne neue Menschen kennen. Aber nicht wildfremde in irgendeinem MMO. Wird meistens nach hinten los. Boah, nee. Ich spiele lieber so alleine für mich. Und das ist so, wenn wir wohl kein Geld mehr bekommen. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Wenn das wirklich so sein sollte. Nee. 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 Wir sehen uns dort. Viel Glück. Ich will nicht mit dir reisen. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Ja. Leb wohl. Ich muss gestehen, ich habe Fallout noch nie gespielt. Ich besitze, glaube ich, einen Teil. Meine ich. Weißt du nicht welchen? Ey, jetzt muss ich da hin auf die. Geh hier hin, geh dorthin. Wofür haltet ihr mich? Bin ich euer Laufbote oder was? Hm.
ganze Spiel ist so aufreibend, da muss ich gleich ein bisschen wieder pinkeln. Na gut, das kommt von den Getränken, aber... Aber ich glaube, das sind doch nicht so deine Spiele. Du bist ja wirklich, ja, Stratege. Stratege und Simulator. Sag das nicht. Komm schon, warum denn nicht? Ach du. Da haben wir was. Weiß nichts von Gülige. Ja. Ja, da kann ich auch gleich die Hauptquest weitermachen. So, wo ist ein Boot? Boot. Ich weiß, da hinten wäre es näher, aber ich will nochmal die Chance haben, hier so ein bisschen zu erkunden. Schade ja nicht. Oh Gott. Monsterchen? Monsterchen, welche... Au. Du willst dir noch ein paar Zecken und... Geralt kriegt keine Zecken. Und ich hatte seit unserem damaligen Waldausflug hatte ich keine Zecke mehr. Da bist du, Frottis! Was bist du? Genau das da. Lauf nicht weg, Frosches. Lauf nicht weg. Du bist mein bestester Freund. Geralts bestester Freund, so. Laufe mit dir. Huch, da bist du hin. Okay. Ich bin auch fast froh darüber. Ja, sei froh. Zecken können mies sein. Ich hab ständig Zecken. Also ich glaube, Protest, irgendwas machst du falsch. Ich meine, ich weiß ja, dass du oft Zecken hast, aber also, irgendwas machst du falsch. Ich kenne tatsächlich keinen Mensch, der so oft Zecken hat wie du. Keinen einzigen. Jetzt ist so ein kleines Vieh, richtet so großen Schaden an. Aber Frontus, müsstest du wegen mir nicht eigentlich auch ans Bett gefesselt sein? Ich meine, ich bin doch auch eine Zecke. Ich habe mich doch auch so festgehackt. Schön im Nacken, wo man mich nicht rausziehen kann. Ne, die Viecher sind echt scheiße. Wobei ich bisher echt immer Glück hatte. Toi, toi, toi. Ekelhaft ist es nur, wenn sie auf einem rumkrabbeln und sich nur nicht festgebissen haben.
wenn man diesen schwarzen Punkt sieht, wie er sich dann noch bewegt. Das Schlimmste war früher immer, mein Großvater hat sich dann die Viecher noch von Nahen angeguckt. Wenn immer unter so einer Lupe und, oh, nee. Ständig musste er sich diese ganzen Insekten und Krabbelviecher angucken. Das war ekelhaft. Oder auch von Nahen fotografieren. Echt abartig. Mich verfolgt da was. Ach, das ist nur ein Ertrunkener, glaube ich. Das war knapp. Viecher, die kein Mensch braucht. Da stimme ich zu. Die Viecher braucht echt keiner. Welchen Nutzen haben sie für die Menschheit? Also, jetzt meine ernst gemeinte Frage. Welchen Nutzen haben Zecken? Ich meine, selbst Spinnen haben einen Nutzen. Welchen Nutzen haben Zecken? Geralt rollt. Nein, 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 nein. Komm. Komm, wir schaffen das. Geralt, wir sind sämtliche Klippen. Ich bin hochgekommen. Aber diese hier kommst du nicht hoch, natürlich. Gut. Wie kommen wir also? Ich weiß, dass Spinnen nicht nutzlos sind. Aber ich mag sie einfach nicht. Spinnen sind für mich Dreck. Abfall. Seelenraubende Bestien. Das meine ich im Ernst. Skyrim und den Spinnen. Nein. Also die Spinnen in Skyrim, die haben wirklich keinen Nutzen. Die fallen einfach nur blöd von der Decke runter. Also nein. Nee, die haben keinen Nutzen. Die Spinnen in echt okay. Aber in echt sitzt doch keine Spinne so in ihrem Loch und fällt auf dich runter. Boah. Nee. Boah. Der Anti-Spinnenmut regelt. Ein weißer Wolf. Da bin ich! Also, Geralt. Alter, sind das viele. Ich will ihn nicht töten. Ich will meine Namensvetter nicht töten. Liebe Wölfe. Komm her. Komm her, greif an. Tut mir leid. Grüß dich, Hen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Ich habe den Kampf nicht begonnen. Die hat mich doch so oder so angegriffen. Ich musste noch etwas erledigen. Sicher etwas, das keinen Aufschub duldete. Einen Neckarvertrag vielleicht? So ähnlich. Können wir gehen? Mhm. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindarsfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Sie ist leicht zickig. Weiber. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt.
Was ist ein Neckar-Vertrag? Neckar sind Kreaturen in Witcher. Und da Geralt ja ein Monstertöter ist, kann er halt einen Vertrag annehmen, dass er diese Viecher halt tötet. Und kriegt dafür dann im besten Fall Geld. Ich weiß gar nicht, unter was sie zählen. Hier könnte ich sie nämlich mal raussuchen. Da. Das sind Neckar. Neckar. Seid vorsichtig, Leute. Unter der Brücke hausen Neckar. Wenn ihr die Brücke überquert und langsamer zu werden und anzuhalten, passiert nichts. Wird an eurem Wagen aber eine Achse brechen, der hängt dort draußen fest. Nun dann schließt ihr besser die Augen und betet zur Militäre. Ein einzelner Neckar ist harmlos. 5 sind gefährlich. 10 können selbst einen erfahrenen Monster schlechter umbringen. Größere Probleme bereiten die größeren, stärkeren Wesen. Die Krieger wie auch die seltene Neckar-Art namens Pyka. Ich hasse Spinnen. Ich sag es immer wieder. Ich hasse Spinnen. Die Decker sehen aus wie ein verunstalteter Dobby. Lass das ja nicht Dobby hören.